Hallo Freunde des Sports in der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei dem Pro Cycling Manager 2015 und wir sind heute bei einer der wichtigsten Fahrten Paris-Roubaix. Wir schauen uns das Ganze gleich mal an in den Hügeln hier. Da werden wir versuchen, unseren Fahrer Christoph ein bisschen zu schützen, der nicht ganz so gut im Hügel ist. Und im späteren Verlauf dann müssen wir aufpassen, dass wir auf den Kopfsteinpflasterparts hier mit Paulini so ein bisschen beschützen. Christoph momentan überhaupt nicht im Rhythmus. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt gesagt, dass Christoph heute viel reißen wird. Da werde ich mal darauf achten, ob der, weil er einen schlechten Rhythmus hat, eventuell Probleme haben wird bei gewissen Standardsituationen sozusagen. Wie zum Beispiel, wenn er einfach mal mehr Einsatz gehen soll, ob das dann einen großen Einfluss hat. So, Christoph selbst hat einen Hügel- und Ebenenwert, der sehr gut ist. 78 in der Ebene und 72 Hügel. Kuznetsov ist ein relativ guter Hügel- und Ebenenfahrer. Isaichev kann nix. Kolobnev ist in der Form ganz gut. Ja, wir nehmen, glaube ich, Kolobnev. Kommt dann noch einer von uns? Nee, ne? Das sind alle hier. Doch, Selig haben wir noch. Das wäre aber auch nicht so ein guter Mann. Deswegen nehmen wir uns Kolobnev. Der übrigens bei dem Giro mitfahren wird. Das ist also gut, dass der heute mal dabei ist. Ausnahmsweise hier. Sonst habe ich ja irgendwie kaum drauf Wert gelegt. Christoph, was machst du da? Bleib mal da dran, ne? Damit der auch mal vor dich fahren kann und bringt dann nichts, dass der dich beschützt. Auch so, wir sollten ja auch mal auf 65 Einsatz gehen. Moment. 65. Und du beschützt immer noch, ne? Ja, gut. Gut, gut. Also die 70 Einsatz müssen wir hier nicht gehen am Anfang. Dann verheizen wir den komplett. Generell verheizen die jetzt aber hier extrem, die Jungs. Für nix und wieder nix. Warum macht ihr das? Erzählt mir das mal. Schön, dass ihr da vorne dranbleiben wollt, aber... Wir holen hier die Ausreißer sofort ein. Ich hoffe, jetzt ist erst mal ein bisschen Ruhe reingekommen. Denn sonst ist Kolobnev hier gleich tot. Also, folgendes. Du bleibst mal hier hinter. Und dann will ich hier nicht, dass die ganze Zeit gehetzt wird. So, jetzt kann Kolobnev auch mal ein bisschen regenerieren. War schon gut, dass wir Christoph jetzt hier gleich mal ein bisschen geschützt haben. Da wäre, glaube ich, viel Ausdauer verloren gegangen an diesem Part. Oh, man sieht schon Kolobnev, die Tagesform, da ist nicht also viel mehr da. Die Seitchef, sowieso immer so ein unnötiger Fahrer, der bei uns hier mit bei ist. Den können wir mal hier hinterbringen, der ist sonst immer nur im Wege rum, am Rumfahren. Relativ guten Ebenenwert, das heißt, hier auf der Ebene kann der ein bisschen glänzen. Aber im Hügel 65, könnte es dann schon nachher wieder sein, dass er ein bisschen Probleme kriegt. Wir haben keine großen Hügel hier auf der Strecke, das muss dazu gesagt sein. Aber hier diese Hügel, weiß man nicht, wie der die nimmt und nachher mit Kopfsteinpflaster gewirkt. Spickt, da wird es dann auch nicht leichter. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier Kolobnev, ja, zeig mir mal die Werte von Kolobnev. So, 61 im Kopfsteinpflasterfahren. Die beiden sind natürlich die einzigen, die über 70 sind. Die Seitschaft jetzt nicht so schlecht. Kuznetsov, Selig und Smokulis auch nicht so grottig. Na gut, also Isaichev hat noch am ehesten Chancen, dann am Ende auch im Ziel vielleicht mit dabei zu sein. Aber wie gesagt, wir müssen da heute eigentlich nur unsere ganze Aufmerksamkeit Christoph widmen und am Ende Paulini, der ihm da vielleicht noch ein bisschen Unterstützung geben kann. Die Seitschaft soll gleich Wasser holen für alle, deswegen hat er sich schon mal ein bisschen hinterpositioniert. Kann er jetzt eigentlich schon mal machen. Bevor die Kopfsteinpflasterparts kommen, da will ich dann nicht unbedingt noch groß Wasser holen. Und in den Kopfsteinpflasterparts fängt es dann sofort an, dass Paulini den Christoph beschützt. Da bleiben wir ja noch vorne dran. Nicht, dass die anderen Jungs hier alle abreißen lassen oder ähnliches. Oder dass Christoph dadurch zu langsam wird und dann vorne nicht mithalten kann. Er soll jetzt hier nicht Erster werden, das ist ganz klar. Aber soll sich schon ganz gut positionieren. Das wäre schön, wenn das klappt. Vielleicht sogar über die ersten kleineren Parts hier andere relativ gute Kopfsteinpflasterfahrer, die beiden schützen lassen. Paulini und Christoph. Muss ich mal schauen, ob das was bringt, ob die dann drin bleiben oder nicht. Ob die, wenn die zurückfallen, bringt es natürlich gar nichts, dann sollte man ganz schnell wieder damit aufhören. Wenn es hinhaut, könnte man es machen. So, jetzt fahrt, Jungs. Das ist eine riesen Strecke hier mit 250 Kilometern oder so, was die hier hatte. Ganz extrem. Wenn nicht sogar noch mehr. Aber ich glaube, um die 250 hatte die Strecke. Ist mir ehrlich gesagt schon viel zu lang. Denn man prescht die ja sowieso fast nur durch. Jetzt muss man dann aufpassen. Gleich kommt der erste Kopfsteinpflasterpart. Mit 8 Fahrergeschwindigkeit durchballern hier. Man sieht, wie langsam wir hier vorankriechen hier unten auf dem Felde. Wir sind hier noch nicht mal bei
einen Bruchteil von der Strecke. So, und jetzt da hinten dürfte, da ist glaube ich der erste Kopfsteinpflasterpart. Gut, ab diesem Punkt. Wie gut ist denn derjenige, der hier unseren Christoph gerade beschützt? Wer war das? Golobnev, ne? Kopfsteinpflaster kann er so gar nicht. Wir lassen nochmal bei der ersten Geschichte den drinne. Gucken, was der bringt. Ja, da ist er gut. Was sagen wir, wo ist er denn hin? So, gucken wir mal, ob der damit durchkommt. War der jetzt schon der Partner? Nee. Was sagen? So. Christoph, du sollst eigentlich da vorne hinfahren. Es kann jetzt sein, dass er schon gleich abgehangen wird, weil er so schlecht nach hinten fährt. So, es schafft Golobnev noch ein bisschen vor ihm zu sein. Aber ich glaube, wir sollten so schnell wie möglich anfangen, mit Paulini ihn zu beschützen. Und Golobnev, du kannst rausnehmen. Wird nichts werden, was du da machst. 65 bitte. Und Paulini beschützt hier von Anfang an, was ich nicht will, aber muss halt dann so sein. Die anderen Fahrer werden alle zurückfahren. Wieder einer von uns gestürzt. Es ist ja nicht wahr, wie oft hier unsere Fahrer stürzen. So, gefühlt in jedem dritten Rennen ist ein Sturz dabei. Und alle stürzen jetzt hier weg. Unsere ganze Gruppe ist weggestürzt. Ist auch egal bei dem Rennen, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe es nicht, warum das immer bei uns sein muss. So, wir machen weiter. Immer weiter. Kurz, Nezor, was ist denn los mit dir? Kopfsteinpflaster 66 und fährt hier vorne mit. Mensch, Mensch. Nicht schlecht. Solange wir mit einer 65 mitfahren können, ist alles in Ordnung. Die Jungs da vorne verlieren sogar Zeit. Und wir warten einfach nur ab, was jetzt hier vorne passiert. Anscheinend nicht allzu viel. Wie gesagt, die Strecke ist so lang, dass ich hier auch nicht alles unbedingt immer drin haben will. Paulini verliert auch eigentlich gar keine Kraft. Ist jetzt gar nicht so schlimm, was wir gemacht haben bisher. Vielleicht die Parts, die länger sind oder die in den Anstiegen sind, dann doch gefährlicher. Ich weiß es nicht. Gucken uns das immer nur an. Und wie gesagt, am besten hier mit 8-fachem Vorlauf, denn die Strecke ist sowas von lang. Dann wird der Part nachher 40 Minuten lang. Das will ich ja keinem antun. Vor allem, wenn hier nichts passiert. Ja, da wird ja zwischendurch jetzt nicht so viel großartige Spannung da sein, wo die Leute viele angreifen oder so. Unsere anderen Fahrer schaffen es sogar auch noch relativ gut, um vorzukommen. Ich würde mal sagen, Smokulus, da du hier die ganze Zeit rumkurvst, kannst du mal Wasser holen. Eine schöne Aufgabe, ne? Mal sehen, ob er das hinbekommt. Da ist Smokulus. Hat noch kein Wasser. So, auf der flachen Strecke. Hat er nun mal langsam Wasser geholt, oder wie sieht das aus? Smokulus, hey, Junge. Holst du jetzt Wasser, oder wie sieht's aus? War wieder ein Sturz, das haben wir nicht beteiligt. Wir müssen einen nehmen, der hier vorne drin ist, denn sonst kommen die ja gar nicht mehr an. Buchetkov war im Kopfstein nicht gut. Golobnev war besser, ne? Mehr auch nicht. Er war dann noch einigermaßen gut von euch. Kuznetsov und Isaychev, ihr beide. Also holst du Wasser. Die sind nämlich hier schon ziemlich down, was Wasser angeht. Natürlich blöd, dass der Smokulis da jetzt zurückgefallen ist. Ach, jetzt kommt er nach vorne gefahren. Na super. Können wir Isaychev gleich wieder zurückholen. Einfach vorne ranfahren. Schafft Smokulis das doch noch, wieder ranzukommen. War nicht schlecht. Auch wenn er da ein bisschen was verloren hat, hat eine recht schlechte Tagesform, die ihn hier vielleicht noch ein bisschen behindert hat dabei. So 100 Kilometer noch. Und vorne fahren Paulini und Christoph, so wie sich das gehört. Aber so weit vorne dann auch nicht, Jungs. Wie gesagt, immer hinter den Jungs bleiben, nicht davor fahren. Das macht nicht wirklich Sinn. Christoph. Bleibt dahinter und dann ist gut. So, die ersten sind jetzt hier vorne weg. Werden allerdings bestimmt wieder zugefahren hier, die kleine Lücke. Sind alles so die besseren Kopfsteinpflasterfahrer. Lampert, Christoph, die kennen wir alle vom letzten Mal noch. Stannard, das sind alles ziemlich gute Kopfsteinpflasterspieler, Fahrer. 80, 82, sowas in dem Dreh. Hier vorne die Ausreißer werden wahrscheinlich gleich eingeholt und die sind dann auch, ja, werden dann auch durchgereicht. Denn so gut sind die im Kopfsteinpflaster nicht und jetzt kommen eigentlich fast nur noch Kopfsteinpflaster-Parts. Da wird es schwierig mitzuhalten. So, und es wird jetzt auch immer schwieriger für unsere Jungs hier mitzuhalten. 25 Mann sind wir vorne. Wir können langsam durchzählen, wie viele das bleiben. 20 sind wir noch. Paulini verliert nur langsam an Kräften.
gesagt, wir können dann auch immer noch den Einsatz hochstellen. Was machst du denn? Du sollst da dran bleiben, nicht hier an dem Spacko, sondern da dran, ne? Der fährt viel zu langsam. Nicht, dass er uns hier irgendwann ausbremst. Wir sind immer noch 20 Mann in dem Feld. Hinter uns sind die Felder wieder zusammengefahren. Und in den Gruppen hier selig, Isaichev. Wir sind jetzt nicht so schlecht drauf, dass man die jetzt hier hinten umfahren lassen müsste. Wir können mit einer 70 fahren, ehrlich gesagt. Und Kuznetsov gehen wir auch mal mit einer 70 mit. Vielleicht kriegen wir das ja hin, wieder reinzufahren. Ist uns ja nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Da haben wir noch Isaichev, den wir gerne als Wasserholer dabei haben wollten. Achso, der ist ja auch mit hier gewesen. Kuznetsov, der letzte, der da vorne noch mit drin ist, obwohl er eigentlich einen etwas schlechteren Wert hat als Isaichev, aber bei dem macht's wohl die Tagesform. Und ganz vorne sind wir eben mit Paulini und mit Christoph. Oh nein, ich kann es leider nicht lesen, tut mir leid. So, es kommen noch sehr viele Kopfsteinpflaster-Parts und wir werden wahrscheinlich Paulini irgendwann verlieren auf der Strecke. Aber Christoph muss dann eben nicht so lange hier dranbleiben. Die nächsten zwei sind zurückgefallen. Es sind nur noch 18 in diesem Feld vorne drin. Das wird jetzt immer spannender. Die besten Fahrer werden hier vorne drin bleiben können. Paulini kann immer mal wieder ein bisschen regenerieren hier. Wobei, nicht wirklich. Er ist immer noch bei 143 gewesen. Das heißt, es wird nicht unbedingt einfacher. Und die Jungs da hinten fahren mit ihrer 65. Ist alles in Ordnung. Die sollen hier nichts reißen müssen. Wie gesagt, ich hätte Paulini gerne später eingesetzt. Hätte man auch minimal später machen können, aber wie gesagt, dann den richtigen Moment rauszufinden, wann die Jungs wieder zurückfallen, das ist auch nicht unbedingt leicht. So, und jetzt ist schon der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, Jungs, bitte fahrt da vorne ran. Bleibt da dran, keine Lücke entstehen lassen, gerade in den Kopfsteinpflasterparts. Wenn da eine kleine Lücke ist, dann hat man schon versagt, dann ist man raus. Das haben wir bei den vorherigen Dingern immer wieder gesehen. Es sind immer noch 18 Fahrer drin, ne? Und Christoph lässt sich hier gerade wieder behindern. Das ist nicht schön, was du da machst. Das ist nämlich was, was uns dann abhängen kann, weil Paulini zurückfallen muss, um Christoph wieder zu, vorfahren zu lassen. Weshalb wir immer ganz weit vorne sein sollten. Wir müssen hier nicht Erster werden, ja. Das ist gar nicht unbedingt nötig. Wie gesagt, Christoph hat wahrscheinlich auch gar nicht die Tagesform, das hinzubekommen. Christoph fahre bitte vorbei hier. Keine Lücke entstehen lassen, niemanden dazwischen fahren lassen. Und da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Sie ist entstanden. Paulini noch gar nicht so schwach, ehrlich gesagt. Normalerweise könnten wir versuchen, da jetzt nochmal wieder ranzufahren. Paulini, wo ist er denn? Also, die sind wieder zusammen. Und jetzt Paulini bitte wieder beschützen. Nein. Einfach nur mit einer 70 jetzt drin bleiben. Scheint nämlich so zu sein, dass der Einsatz ein bisschen höher gehen muss, um jetzt mithalten zu können. Wir werden uns das anschauen. Paulini ist, glaube ich, einer der schlechtesten Kopfsteinpflasterfahrer. 81, 82, 76, 80, 80, 79, 81, 80, 82, 79, 78, 80, 79, 77, 80, 78. Er ist der schlechteste. Der schlechteste Fahrer, was den Kopfsteinpflasterwert angeht. Der wird jetzt immer wichtiger werden, weil die Parts jetzt fast nur noch aufs Kopfsteinpflaster bestehen. Wir sind jetzt schon an einem Großteil vorbei, aber hier kommt nochmal eine Passage, wo sehr so lange Kopfsteinpflaster ist, dass wir, glaube ich, mit ihm nicht durchkommen werden, mit Paulini. Zumindest nicht vorne dran. Gut, und jetzt haben wir es da wieder. Die fahren wieder weg. Wir lassen die kurz wegfahren. Christoph, bitte weiterhin vorne drin bleiben. Fahrt bitte die Lücke zu für uns. Dankeschön. 15 Fahrer sind noch drin. Christoph langsam wird er behindert durch Paulini. Versucht jetzt bitte nur noch drin zu bleiben. Das ist schon alles. Und Paulini hat momentan Probleme. Da wird es nicht schaffen, da auf Dauer drin zu bleiben. Wir werden ihn jetzt einfach rausnehmen und Christoph fährt bitte an ihm vorbei, um hier drin zu bleiben. Muss man eben ein bisschen stärker fahren. Da ist sein Wert nicht ausreichend. Ist einfach so, die nächste Kopfsteinpflaster-Part, der nächste Kopfsteinpflaster-Part wird wahrscheinlich das Ende von Paulini sein in dieser Gruppe, oder? Gut, der war kurz. Die eine der nächsten Parts. Wir haben jetzt nur noch Strecken, oder nur noch Abteile der Strecke, bei denen es
auf die Kopfsteinpflasterwerte ankommt. Christoph, fahr doch mal dahinter. Ich weiß, der ist offiziell immer dahinter, aber es sieht manchmal so aus, als ob die da wegkommen. Jetzt kommen sie weg. Was war das denn? Was war das denn bitte? Die da weggekommen sind, das war wieder total geil. Kommt ihr da nochmal ran? Sonst haben wir es jetzt verloren. Gerade in diesem Moment. 75. Kommt ihr da nochmal ran? Paulini? Ne, das wird nicht mehr. Ach, nee. Wir lassen hier nochmal kurz Wasser holen. Das wird hier hinten nicht das Problem sein. Alle anderen dürfen auch nochmal Wasser holen. Auch wenn es eigentlich nichts bringt, aber wir wollen jetzt hier nicht für künftige Touren, dass die Jungs da Probleme bekommen. Kuretkov. Achso, da brauchen wir das Mokulis nicht Wasser holen lassen. Und hier brauchen wir auch nur einen davon gehen lassen. Das wäre selig, der ist schon dabei. Kolobnev brauchen wir dann nicht. Alles klar. Und Isaychev braucht dann auch nicht Wasser holen. Alles klar. Gut. Also, wir sind vier Fahrer ganz vorne und dann kommt unsere Gruppe. Christoph fährt hier mit einer 75 mit. Und die da vorne kommen immer weiter weg. Wobei, jetzt gibt es langsam wieder so ein bisschen Entwarnung. Die könnten jetzt langsam zufahren, aber sieht nicht danach aus. Da wird der nächste Kopfsteinpflasterpart kommen. Und der ist jetzt schon wieder ein bisschen länger. Der nächste ist der längste. Da geht es dann nochmal richtig um die Wurst. So, und jetzt gehst du bitte weg. Aus dieser Gruppe. Jetzt muss dann nach vorne gefahren werden. Möchte ich mal sagen. Sonst wird's nichts mehr. Und da sind sie, die letzten Fahrer, die uns noch gefehlt haben in der Gruppe. So, jetzt. Jetzt haben wir's. Wir sind wieder dran. Wir haben es, glaube ich, fast alleine geschafft, das da zuzufahren, das Ganze. Jetzt kommt nur noch ein Kopfsteinpflasterpart und dann geht's in den Sprint. Also die 14 Mann sind diejenigen, die hier im Sprint allesamt noch Relevanz haben. So, wir sind ein sehr guter Sprinter, aber wie gesagt, es kommt vorher nochmal eine Kopfsteinpflaster-Strecke. Da wird wahrscheinlich in dem Moment, wo der Kopfsteinpflaster anfängt, nochmal jemand losgehen und sagen, jetzt leckt mich alle am Eimer. Und wahrscheinlich wird es auch wieder bei den anderen Fahrern besser aussehen, was die Ausdauer angeht. Das heißt, es wird nicht allzu gut sein für uns hier. Wollen nur vorne dranbleiben, wollen hier nicht wegfahren. Das ist wichtig und jetzt müssen wir mit einer 80 mitgehen, sonst wird es nichts. Zu spät geschalten, er macht es dann einfach gar nicht mehr. Das finde ich sowas von scheiße, dass er das nicht mehr macht. Das ist richtig blöd. Also, das kann ich nicht verstehen. Ganz ehrlich nicht. Wenn man das einstellt, dann muss man das doch auch in der Sekunde merken und nicht erst 100 Stunden später. Jetzt wird es nämlich wieder schwierig für uns hier überhaupt nochmal ranzufahren. Jetzt gehen wir hier auf eine Bahn, das ist ja auch cool. Haben wir auch noch nicht gehabt. Bahnrennen. So, die Riegel einwerfen. Und dann würde ich sagen, mit einer gediegenen 95 fahren wir jetzt hier die Bahnen runter. Hoffentlich fallen wir hier nicht hin. Bahnrennen habe ich nämlich noch nicht gemacht. So, komm, fahr. Fahr. Das wird Dritter werden. Das werden wir als Dritter beenden, das Ding. Kommen wir nochmal vorbei an Boman. Komm schon. Ziehen wir innen vorbei. Und da ist der Sieg. Das ist doch nicht wahr, Freunde. Christoph aus dem Nichts sozusagen gewinnt er hier Paris-Roubaix. Hätte man das angenommen, also ich hätte es nicht angenommen, dass das so kommt. Paulini ist hier noch alleine am Rundendrehen. Mach mal. Also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, dass wir das Ding heute gewinnen. Nicht mal im Entferntesten, was wir da nochmal am Ende dann dazugelegt haben. Also da sieht man wieder, was Christoph für ein Potenzial hat, was der für ein Sprinter ist. Das ist wirklich gut, dass wir so einen Sprinter in unseren Reihen wissen. Aus dem Nichts, hat überhaupt gar keinen Rhythmus und gewinnt hier erstmal Paris-Roubaix. Da gibt es nochmal richtig schöne Punkte für diesen Event. Natürlich nicht so viel wie für eine Rundfahrt, glaube ich, aber doch, da es ein CIA World Tour Event ist, doch einiges. Und die Jungs hier sollen ja einfach nur ins Ziel fahren. Das sah ein bisschen komisch aus. Und der letzte hier hinten, Salerno. Ah, die müssen alle aufgeben. Die Strecke war sehr, sehr lang, aber anscheinend müssen trotzdem alle vorher aufgeben, wie es aussieht. Ja, die haben alle aufgegeben.
45 Minuten oder so waren's. Und dann ist hier anscheinend Schluss gewesen. Christoph kommt natürlich mit den anderen ins Ziel. War eine Sprintwertung, waren am Ende 14 Mann, die hier mitgesprintet sind. Und die Teamwertung, ja, ist wurscht. Ja, das ist ein Eintagesrennen. Interessiert uns nicht. Hätte man noch ein bisschen mehr Geld mitnehmen können. Da waren wir Fünfter. Und Christoph nimmt die Hölle des Nordens. Ja, das ist wirklich eine Hölle. 258 Kilometer. Und das aus dem Nix zu gewinnen. Also, wir können ja mal gerne drunter schreiben, ob ihr das erwartet hättet, dass der das Ding heute holt. Und heute könnt ihr wahrscheinlich nicht so viel kritisieren wie sonst. Wird die meisten auch vielleicht mal freuen wie mich. Denn zuletzt war es ja immer so, dass ich vielleicht irgendwo kleine Fehler gemacht hatte. Jetzt haben wir die ersten beiden Touren und die ersten beiden Events der CR World Tour gewonnen. Und sind damit für unser Team hier ganz gut reingekommen. Endlich mal. So, der Sponsor ist wieder ein bisschen unzufriedener geworden. Müssen wir mal kurz gucken, was wir hier... Ach, cool, ist es verletzt. Ein paar Tage. Preisgeld Paris-Roubaix. 25.000, fast so viel für die Rundfahrt. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz nochmal in die Ergebnisse. Wie sieht's aus bei der CR World Tour? Hat das jetzt viel gebracht oder eher nicht so? Christoph gewinnt 32 Plätze und ist sogar wieder vor Trofimov, obwohl das eigentlich nur ein Eintagesrennen war. Aber wahrscheinlich hat das eine sehr hohe Gewichtung und deswegen sind wir hier so weit vorgekommen. Super Prestige ist Christoph jetzt auch sehr weit vorne und bei den Siegen ist Christoph auf Platz 6, hat 6 Siege. Cavendish momentan schon mit 10 Siegen, Pavel habe ich noch gar nicht gesehen, mit 8 Siegen und Kittel mit 4. Meistens sind es ja die Sprinter, die viele Siege holen. Gut, dann haben wir das gesehen. Die anderen haben natürlich nicht viel gerissen. Paulini wurde 15. nehme ich mal ganz stark an. Denn der war ja dahinter. Und am 15.04. heute hier startet die Tour de Helvetia, oder wie? Ne, das Amstel Gold Race kommt noch am 19. Die ganzen Rennen sind uns ja eigentlich relativ egal. Igor Sillin ist nicht in Bestform. Gesundheitszustand von Igor Sillin wird nicht allzu gut sein, wenn die das schon so sagen. Gut, das wird alles noch simuliert. Eigentlich wird jetzt hier nicht mehr großartig was passieren. Wir können nur noch mal schnell ansagen, was es als nächstes gibt, denn es ist das Amstel Gold Race, was uns wirklich nicht weiter interessiert. Da gibt es wahrscheinlich ein, zwei Fahrer, die sich dafür interessieren werden, aber es ist, glaube ich, Caruso als einziger, wo ich jetzt sage, der wäre wichtig. Von daher können wir das hier ganz schnell mal mit simulieren. Die Ausrüstung ist abgeschlossen von Arrod CF, hat aber nichts gebracht. Dann forscht mal weiter. Gut, das heißt, wir simulieren das nächste Rennen, das Amstel Gold Race, weil es erstens ein Eintagesrennen ist und zweitens wir da keinerlei eigene Ambitionen haben. Da wird nur Caruso, wie gesagt, einigermaßen was reißen können. Und auch sollen, aber 250 Kilometer, tut mir leid, das tue ich euch nicht wieder an. Das war auf dieser Etappe hier schon äußerst böse, war aber deswegen spannend, weil es halt immer weniger Leute wurden, für dich zumindest, die da vorne mit dabei waren. Hier ist es ja so, dass da, ja, es wird ähnlich sein, es wird ähnlich ablaufen, dass da immer weniger Leute vorne mitfahren, aber das dauert eben nochmal länger, weil wir da genau gucken müssen, wann wir angreifen und so weiter und so fort. Deswegen gibt es jetzt erstmal hier eine schnelle Simulation. Wir müssen noch mal ganz kurz gucken, wie wir die Jungs einsetzen. Caruso ist Kapitän, das ist richtig. Und angreifen könnte jemand wie Trofimov. Angriffe folgen, angreifen. Ja, die Jungs haben eine Chance. Ansonsten ist das schon richtig, was wir hier haben. Und dann würde ich sagen, machen wir eine schnelle Simulation. Da wird nicht viel gerissen werden, nehme ich mal an. Caruso auch nicht wirklich fit, also da geht es wahrscheinlich stark danach, was da gesagt wird und na, man sieht's. Wir sind hier auf Platz 27 mit Trofimov und Kolobnev 51, mir wieder eine ganz schlechte Positionierung. Kochetkov, naja, ist egal. Wie gesagt, das Rennen interessiert mich wirklich und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit der, und das war glaube ich die Helvetia-Tour, ne, mit Circuito del Trentino. Sehen wir uns wieder und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.